Also, wie man an der Überschrift erkennt, geht es jetzt um Brüche umwandeln bzw. kürzen. Ich werde euch die Bruchtypen zeigen, aber ich glaube, ich blute ein bisschen. Ich bin gestolpert, egal. Wir machen das jetzt mal ganz schnell. Also, fangen wir mal an. Ich hatte in einem Video schon erklärt, dass es einen Zähler gibt, einen Nenner gibt und einen Bruchstrich. Erwähne ich kurz nochmal. Ich nehme mal irgendeinen Bruch, zum Beispiel 4 Siebtel. Das ist ein Bruchstrich, unten ist immer der Nenner, oben ist immer mein Zähler. So, das ist ein normaler Bruch. Was passiert jetzt, wenn die obere Zahl größer wird? Bedeutet, jetzt drehe ich das Ganze mal um, wenn da eine 7 Viertel steht, dann ist das ein unechter Bruch. Unechter Bruch. Woran erkenne ich einen unechten Bruch? Der Zähler ist immer größer. Das kann ich dann umwandeln in eine gemischte Zahl. Gemischte oder ein gemischter Bruch bedeutet dann, ich überlege, wie oft passt der Nenner in den Zähler rein. Ich habe eine 4 und oben habe ich eine 7, dann gehe ich die 4 rein, die sagt 4, 8. 8 ist schon zu viel, also 4, die passt da schon mal einmal rein. Würde bedeuten, nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, wenn ich das jetzt umwandeln will, 7 Viertel schreibe ich nochmal auf, umgewandelt sind gleich. In der 4er Reihe 4, 8 ist zu viel, also passt die einmal rein. Einmal 4 sind 4, dann mache ich eine große 1. Dann überlege ich mir, wie viel bleibt von der 4 bis zur 7 noch über. Das sind 3. Dann schreibe ich hier eine 3 hin und dann nehme ich meinen Bruch, das mache ich wieder in Rot. Der Nenner, der bleibt immer gleich, ist eine 4. So, und das ist dann mein neuer Bruch. 1, 3 Viertel. 1, 3 Viertel, das ist wie gesagt, ist ein gemischter Bruch, das schreiben wir dahinter auch mal. Das ist dann ein gemischter Bruch. So, woran erkenne ich einen gemischten Bruch? Wenn ich eine ganze Zahl habe und ich habe dann dahinter noch irgendeine Bruchzahl mit einem Zähler, Bruchstrich und Nenner. Wie gesagt, der Unterschied zwischen dem und dem, das ist ein ganz normaler Bruch. So, wenn man das mal erkennen würde, wir brauchen eine neue Farbe. So, 4 Siebtel ist alles ganz normal. Das bedeutet wieder, ich habe 7, wieder wenn wir von einem Mathe-Heft ausgehen, wenn ich da 7, einen Rahmen um 7 Kästchen mache und davon 4 Stück anmale, dann habe ich 4 Siebtel. So, dann gab es halt einen unechten Bruch. Unechter Bruch ist, wenn der Zähler größer ist. Das kann man dann umwandeln in einen gemischten Bruch, also gemischter Bruch. Das funktioniert so, ich überlege, wie oft passt die untere Zahl oben rein. Die passt leider nur einmal rein. Das ist dann ein Ganzes. Und wie viel bleiben über? Von 4 bis zur 7 bleiben 3 über, 3 Viertel. So einfach geht das. Und dann gibt es auch ganz oft die Aufgabentypen, ihr habt dann einen gemischten Bruch und sollt die verrechnen. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen gemischten Bruch. 3, 2 Fünftel. Wenn ich das jetzt umwandeln will in so einem unechten Bruch, gibt es hier eine Regel, die besagt, die große Zahl wird mit dem Nenner multipliziert, mal gerechnet. Und dann das Ergebnis davon wird dann mit der oberen Zahl plus gerechnet. Mache ich jetzt mal. Dann schreiben wir mal auf. Gleich. Wir nehmen mal schwarz wieder. Also, mein neuer Zähler, der kommt nämlich hier rein. Dann kommt mein Bruchstrich. Nenner, ganz wichtig, der bleibt gleich. So, den schreibe ich jetzt in Rot auf. Ich führe mal die Rechnung durch. Ich rechne 3 mal 5. 5, 10, 15 plus die 2, 15 plus 2 sind 17, dann schreibe ich hier 17 hin. Das ist im Prinzip mein neuer Bruch. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen gemischten Bruch in einem unechten Bruch umgewandelt. Warum? Wenn ich irgendwann Brüche verrechnen will, muss ich das machen. Kann ich euch direkt mal zeigen. Wenn beispielsweise hier steht, neue Aufgabe, 2, 1 Viertel plus 1 Drittel. Spätestens da muss man irgendwie wissen, wie man sowas umwandelt. Dann beginne ich damit wieder. Dann wende ich diesen Trick wieder an. Also die 2 wird mit der 4 multipliziert und das Ergebnis wird dann mit der 1 addiert. Und dann habe ich hier oben einen neuen, machen wir hier ein Gleichzeichen. Dann habe ich hier jetzt einen neuen Zähler. Mache ich mal einen Rahmen drum. Ganz normal wieder meinen Bruch. So, der Nenner bleibt immer gleich, ganz wichtig. Die 4 bleibt dann bestehen. So, 2 mal 4 sind 8, plus 1 sind 9. Also habe ich 9 Viertel. Das hier lasse ich so stehen, plus 1 Drittel. So, und dann, wie davor schon erklärt, wenn man zwei Brüche addieren will,
müssen die Nenner gleich sein. Das heißt, ich habe hier eine 4 und da habe ich eine 3. Die sind leider nicht gleich. Dann muss ich meine Brüche erweitern. In der 3er und in der 4er Reihe. Gehen wir mal die 4er Reihe. 4, 8, 12, 16 und so weiter. Die 3er Reihe. 3, 6, 9, 12, 15. Was stelle ich fest? In beiden Reihen kommt die 12 vor. Das heißt, hier muss ich mal 3 nehmen, damit ich die 9, also hier mal 3, oben und unten, ganz wichtig. Und hier muss ich mit der 4 multiplizieren. Mal 4, mal 4. Und dann kann ich die erst verrechnen. So, 3 mal 9, da gibt es auch ganz einfache Tricks. Wenn jemand mal 9 macht, ihr könnt auch 10 mal die 3 und dann wären es 30 und eine 3 wieder abziehen, 27. Also 9 mal 3 wären 27. Oder ihr könnt die 9er oder 3er Reihe, wie ihr möchtet. So, 3 mal 4 sind dann 12, mache ich hier eine 12 hin, plus 4 mal 1 sind 4, durch 3 mal 4 sind wieder 12. Was stelle ich jetzt fest? Ich habe die gleichen Nenner bei Plus und Minus, dann kann ich erst oben addieren. So, dann muss ich jetzt nur noch 27 plus 4 rechnen. 27 plus 4 sind 31 und der Nenner bleibt gleich. Und das war es auch schon. Jetzt stelle ich hier wieder fest, mein Zähler ist größer, weil hier oben steht eine 31 und mein Nenner ist kleiner. Also das ist kein normaler Bruch, das ist wieder ein unechter Bruch. Manchmal wollen die das dann, dass man das umwandeln muss in einer gemischten Zahl. Dann fange ich hier wieder das gleiche Prinzip an. Also das hier schreiben wir mal hier auf. 31 Zwölftel. Jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, die 12, die 12er Reihe können. Wie oft passt die 12 hier oben rein? 12 plus 12 sind erstmal 24. Zweimal passt die rein. Noch eine 12 dazu, dann bin ich bei 36 und 36 ist zu viel. Also passt die nur zweimal rein. Dann schreibe ich dahin gleich 2 Ganze. Und dann bin ich bei 24. Jetzt überlege ich, wie viel fehlt noch bis zur 31. Bis zur 30 von 24 fehlen 6 plus die 1 sind 7. Dann bleiben hier 7. Und der Nenner bleibt wieder gleich. Zwölftel. Das ist jetzt umgewandelt. Ich kann es nochmal zeigen, dass es richtig ist. 2 mal 12, diese Regel hier, sind 24 plus die 7 sind 31. Nenner bleibt gleich. Fertig. So, dann haben wir soweit jetzt erstmal umwandeln, alle Bruchtypen kennengelernt. Jetzt kommen wir ganz schnell zum Kürzen. Das braucht man auch ganz oft. Wenn ich jetzt irgendwo mal, ich habe es gefunden. Erstmal alles wieder weg. Ich hoffe, das habt ihr gut verstanden. Also hier kann man dann die Lösung nochmal hinschreiben. Das waren dann 2 Ganze und 7 Zwölftel. So, jetzt kommen wir zum Kürzen. Wie kürze ich einen Bruch? Nehmen wir wieder hier ein Beispiel. 15 Fünfzigstel. So, dann sollte man bitte direkt erkennen, ich habe hier eine 15 und eine 50, beides kommt in der 5er Reihe vor. Dann sehe ich direkt schon, ich kann durch 5 kürzen. Das heißt, dann schreibe ich hier geteilt durch 5 hin und hier auch geteilt durch 5. So, wie oft passt die 5 in die 15 rein? Gehen wir mal die 5er Reihe. 5, 10, 15, dreimal. Schreibe ich hier eine 3 rein, oben. Wie oft passt die in den Nenner rein? Die 50, merkt euch immer, 5 passt 10 mal da rein. Bei einer 60 passt die 6 10 mal. Bei einer 70 passt die immer 10 mal. Das ist ganz einfach. So, und weiter kann man nicht kürzen. Schon habe ich so einen Bruch gekürzt. Noch ein Beispiel vielleicht. Ein bisschen schwierigere Zahlen. Wenn da steht 39 durch 300. So, jetzt habe ich keinen Taschenrechner. Na klar kann man das im Taschenrechner eintippen. Der sagt das dann direkt. Aber wenn ich sowas habe, ein Tipp von mir. Ich sehe, ist irgendwie unten steht eine 300, hier steht eine 39, Dreierreihe könnte passen. Das bedeutet dann, unten, ich decke mir eine 0 weg, wie oft passt die 3 in die 30 rein? 10 mal und dann hänge ich noch eine 0 dran, also würde die dann 100 mal reinpassen. 100, Bruchstrich, hier mache ich auch, das geht auch. Wie oft passt die 3 in die 30 rein? 10 mal und wie oft passt die in die 9 rein? 3 mal, also 13 mal, so kann man sich das dann auch herleiten, wenn ich 39 durch 3 machen will. Ich teile mir das immer auf, weil die 3er Reihe geht bis zur 30. Da passt die nämlich 10 mal rein, dann bleiben noch 9 Einer und dann sind das 3, also insgesamt 13. Dann sind wir jetzt fertig. Stopp. Danke.